Seid ihr herzlich willkommen. Schicksalsrat. Welche schicksalhafte Veränderungen kommen in die nächsten 3 Monaten? Das schauen wir an bei dieser Legung. Das ist eine allgemeine Orakel. Es besteht aber die Möglichkeit, dieses Schicksalsrat buchen. Dann ist es persönlich, passt auf deine Situation. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Mit Astrologie 25 Euro bzw. 27,50 Euro, wo ich dann Saturn betone. Saturn ist der Schicksalsplanet und immer dort, wo Saturn sich bewegt, gibt es immer schicksalhafte Ereignisse, Begegnungen, Entscheidungen, Veränderungen. Und jetzt schauen wir an, was die Karten erzählen. Momentan ist noch Stillstand. Und diese Ruhe ist wichtig, weil du sollst etwas überprüfen, etwas anschauen. Und das sehen wir hier auf diesem Bild. Das ist dieser goldene Taler. Das kann die Finanzen sein, Beruf oder Berufung auch sein. Aber dieser goldene Taler bedeutet auch wertvolle Dinge. Zeigt auch die inneren Werte. Sei damit bewusst, dass du wertvoll bist. Oder mach ein bisschen Pause und überlege dann, was ist für dich wertvoll? Was möchtest du erreichen? Oder wer ist für dich wertvoll? Nach dieser Pause wirst du handeln. Und nimmst diesen Stab in Hand und vertrittst du die Feuerelemente, die Kraft, die Mut, die Bewegung, die Begeisterung, eventuell Leidenschaft. Diese Karte kann auch bedeuten, dass er kommt zum Handlung, er kommt dann ins Bewegung. Und hier sehen wir schon dieses Liebespaar. Und dieses Liebespaar symbolisiert dich und ihn, kommt eine Annäherung. Falls du alleine bist, hast du jetzt Chancen, jemand begegnen, jemand kennenlernen. Aber bevor das passiert, musst du noch diesen goldenen Taler anschauen. Du bist es wert, glücklich zu sein in die Liebe. Oder diese Partnerschaft ist wertvoll. Wenn du eine Dame bist, wirst du deinen Platz einnehmen und herrscht über das Wasserelement. Und das bedeutet Gefühle, die Liebe oder Spiritualität, Intuition. Hör auf deine inneren Stimme. Tu das, was dein Gefühl dir das diktiert. Wieder dieser Liebespaar, also 2 Karten betonen die Liebe, Partnerschaft, auch das Glück in die Liebe. Also da kommt eine schicksalhafte Veränderung. Aber außer ihm gibt es noch einen anderen männlichen Person und er nähert sich zu dir. Was will dieser zweite Mann jetzt bei dieser Legung? Da sind die Einschränkungen. Der erste Mann liegt schön harmonisch da, vertritt Liebe, Leidenschaft. Aber etwas nähert sich zu dir und das bringt Einschränkungen und Probleme. Weil du musst dich behaupten, dieser Mann
fordert dich dann raus. Das kann dein Ex-Partner sein, kann jemand von Familie sein oder von Arbeitsplatz. Und hier sehen wir verletzten Gefühlen. Also dieser zweite Mann schränkt dich ein und verletzt dich, vielleicht beschimpft dich oder ist jemand von Vergangenheit und kommen die schmerzhaften Erinnerungen, was hier sichtbar ist. Aber du kannst handeln, dieses Schwert in Hand nehmen und diesen Kontakt trennen. Dieser Mann ist nicht wichtig. Er kommt nicht mit guten Absichten, aber aktuell ist hier ein anderer Mann und er ist bestimmt für dein Leben. Und dieser zweite Kontakt oder jemand von Vergangenheit, er, wo dich schon verletzt hat, das schränkt dich auch ein. Trenne diesen Kontakt und triff klare Entscheidungen, und diese Entscheidung und diese Liebe aktuell hat einen großen Einfluss auf deinen Schicksalsweg. Und das war diese allgemeine Orakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.